Einst lag im Herzen Europas ein Land, das Heimat war für mehr als ein Dutzend Völker, die zwischen den Steppen Galiciens und den Küsten der Adria, von den weiten Ebenen Ungarns und den bewaldeten Hängen der Karpaten bis in die entlegensten Täler der Alpen siedelten. Deutsche, Ungarn, Tschechen, Polen, Kroaten und Serben, Ruthänen, Slowaken, Italiener und Slowenen und zahlreiche Minderheiten. Sie alle formten dieses einzigartige Staatengebilde, das über Jahrhunderte gewachsen war. Die habsburgische Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Verbunden wurden die vielen Kronländer und Provinzen durch ein weit verzweigtes Bahnnetz, dessen Schienenstränge zum Teil auch heute noch befahren werden. Liverpool-Manchester 1830. Da kommt dieser Mann daher und entwirft im Prinzip einen Masterplan, ein allumfassendes Netz, wo also alle wichtigen Punkte der Monarchie miteinander verbunden sind. Und plötzlich ein riesiges Projekt von Brody über Lemberg, über Wien bis Triest. Niemand konnte sich nur damals vorstellen, dass es verwirklichbar ist. Und Franz Xaver Rippel hat sich überlegt, wie das passieren kann. Das war großartig für diese Zeit. Der Aufbau, die Verlegung von diesen Eisenbahnen, das war das Symbol der technischen Zivilisation schlechthin. Die Entfernungen wurden kleiner durch die Eisenbahn und die Kultur wurde befördert. Das war das Schönste und Beste und Tollste, was man sich vorstellen konnte. Das war die Eisenbahn. Die Eröffnung der Pferdeeisenbahn von Gmunden über Linz nach Budweis im Jahr 1832 markiert den Beginn der Eisenbahngeschichte im Kaisertum Österreich. Diese erste öffentliche Bahnlinie in Kontinentaleuropa war vor allem wegen des lukrativen Handels mit Salz aus dem Salzkammergut erbaut worden und diente erst später auch dem Personenverkehr. Die alte Trasse durch das Mühlviertel hat im Gelände ihre Spuren hinterlassen. Und auch einige der alten Bahnwächterhäuschen sind erhalten geblieben. Etwa zur gleichen Zeit, als der Salzhandel, aber auch der Personenverkehr zwischen Budweis und Gmunden zu neuer Blüte gelangten, hatten auch andere Visionäre das Potenzial der neuen Technik längst erkannt und entwarfen kühne Pläne für Bahnlinien in den österreichischen Ländern. Bald verdrängten Dampflokomotiven, die zunächst aus England importiert wurden, die Pferde. Nichts schien den Bahnpionieren unmöglich. Federführend war der aus Graz stammende Techniker Franz Xaver Rippel, der auch die Idee hatte, eine Bahnlinie quer durch die gesamte Monarchie, von Brode an der russischen Grenze, über Wien bis in die österreichische Hafenstadt Triest zu bauen. Doch was vielen Zeitgenossen als völlige Utopie erschien, ein Streckennetz für das gesamte Habsburgerreich sollte in den folgenden Jahrzehnten nach und nach realisiert werden. Zunächst aber machte sich Rippel an die Planung der ersten dampfbetriebenen Eisenbahnlinie von Wien nach Bochnia in Galizien. Ein Visionär wie Rippel wäre natürlich nicht in der Lage gewesen, so ein großes Projekt wie die Nordbahn umzusetzen, hätte er nicht einen ähnlich visionären Finanzier gefunden, Salomon Freiherr von Rothschild, der ebenfalls genauso wie Rippel die Zukunft der Eisenbahn gesehen hat. Kaiser Ferdinand I. erteilte dem Bankier Salomon Rothschild, was sein Vorgänger, Kaiser Franz I., noch abgelehnt hatte. Das Privileg zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn zwischen Wien und Bochnia. Es war die Geburtsstunde der Kaiser Ferdinands Nordbahn, die 1838 eröffnet wurde. Die
Faszination für diese neue Technik war genauso natürlich wie auch die Angst vor Unfällen, vor dem Verschlucktwerden von diesem Ungetüm, war sehr ausgeprägt. Und das Interesse, damit dann auch einmal fahren zu können, war sehr groß. Es waren ausschließlich wirtschaftliche Interessen, die zum Bau der ersten Eisenbahnlinien führten. Die Salzvorkommen von Wieliczka und Bochnia versprachen gute Gewinne. Und schlesische Kohle wurde unter anderem für die Schiffe der österreichischen Handels- und Kriegsmarine in Triest gebraucht. Und auch für die immer größer werdenden Dampflokomotiven, die in Eisenbahnmuseen wie in Strasshof in Niederösterreich oder im oberösterreichischen Ampfelwank noch in Betrieb sind, wurde mehr und mehr Kohle benötigt. Die Eisenbahn veränderte das Leben der Menschen, brachte weit entfernte Orte und Länder des Großen Reiches näher aneinander. Eine Fahrt von Wien nach Prag, für die man früher mehrere Tage lang unterwegs war, dauerte plötzlich nur mehr wenige Stunden. Mehr als 400 Jahre lang war Prag, die Stadt an der Moldau, österreichisch, woran nicht nur zahlreiche historische Gebäude, sondern auch das Eisenbahnnetz erinnern. Já si myslím, že je možné bez zaváhání říci, že do dneška je možné. Die Eisenbahn, die ja zum Großteil noch aus österreichisch-ungarischer Zeit stammt, ist eigentlich überall in Tschechien zu sehen. Sie ist sozusagen allgegenwärtig. Es ist ja schließlich fast das gesamte tschechische Streckennetz zur Zeit der Habsburger Monarchie errichtet worden. Von besonderer Bedeutung für die Eisenbahn in Österreich-Ungarn und somit auch in Böhmen ist der Name Franz Ringhofer bzw. die Familie Ringhofer. Sie hat sich auf die Herstellung von Eisenbahnwaggons, Tendern und Straßenbahnen spezialisiert. Hier im Technischen Nationalmuseum sehen wir den Salonwagen von Kaiser Franz Josef aus dem Jahr 1891, der von den Ringhofer-Werken geliefert wurde. In den Jahren und Jahrzehnten nach der Eröffnung der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn bauten die verschiedenen privaten Bahngesellschaften ihre Streckennetze immer weiter aus. Zunächst waren es die Länder im Norden und Nordosten des Habsburger Reiches, die gute Geschäfte mit Rohstoffen versprachen und die deswegen als erste bahntechnisch erschlossen wurden. Die neue österreichische Provinz Galizien und Lodomerien war geprägt von einer unglaublichen, schrecklichen Armut. Aber es gab auch etwas sehr Attraktives dort, vor allem im Westen der Provinz, in Oberschlesien, nämlich die besonders reichen Kohlevorkommen. Und etwas näher, östlich von Krakau, gab es etwas, wovon alle Abenteurer und Geschäftsleute träumten. Die beiden ergiebigen Salzminen von Bochnia und Wieliczka. Also wurde mit einer der ersten großen Bahnlinien im Kaisertum Österreich eine Verbindung zwischen Triest, denn da gab es den Hafen, über Wien nach Wieliczka und Bochnia geschaffen. Eine Linie zweigte weiter nach Schlesien ab, von wo man Kohle und später auch Stahl in den Süden transportiert hat. In Wieliczka lockt die alte Salzmine, in der seit dem Mittelalter Salz gewonnen wird, jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus aller Welt an. Eine prachtvolle, in Salzstein gehauene Halle mit zahlreichen Skulpturen zählt zu den größten Attraktionen tief im Berginnern. Unter den Bergleuten sind die Erinnerungen an jene ferne Zeit noch lebendig, als die Saline unter österreichischer Verwaltung stand. Wenn Sie
In jenen Tagen war die Eisenbahn wohl das bedeutendste und zugleich modernste Transportmittel. Die Zeit, als Pferde für den Gütertransport eingesetzt wurden, war längst vorüber. Auch das Salz wurde sehr fortschrittlich mit dem Zug befördert. Der Beginn der Eisenbahn kam einer Revolution gleich. Es gab aber auch ein großes Bedürfnis danach. Denn die Massenproduktion zu österreichisch-ungarischer Zeit erforderte auch einen effizienten Abtransport des Salzes aus Wieliczka. Der prächtige Bahnhof erinnert auch heute noch daran, dass Krakau einst zu den bedeutendsten Metropolen der Donaumonarchie zählte. Die Ähnlichkeiten mit anderen, einst österreichischen Städten, sind auffallend. Und gerne wird heute wieder an die Epoche der Habsburger erinnert und als die gute, alte Zeit verklärt. Krakau lag einst im äußersten Westen Galiciens. Von hier aus ging es weiter mit der Bahn über Przemyśl nach Lemberg. Dass Kaiser Franz Josef dort 6-mal zu Besuch war, in Krakau hingegen nur 2-mal, haben die Krakauer Lemberg nie verziehen. Als das südliche Polen als Provinz Galizien und Lodomerien unter Kaiserin Maria Theresia an Österreich angeschlossen wurde, wurde Lemberg zur Hauptstadt der neuen Provinz. Dort war der Sitz der gesamten Verwaltung. Später, als uns Polen unter Kaiser Franz Josef eine gewisse Autonomie eingeräumt wurde, entstand zwischen Krakau und Lemberg ein gewisser Konkurrenzkampf in vielen Bereichen. In der Kultur, der Wissenschaft und in der Politik. Doch Lemberg war einfach jener Ort, an dem das galizische und lodomerische Herz schlug. Lemberg, das heute ukrainisch Lviv und auf polnisch Lwów heißt, haben Reisende aus Wien einst in nur 12 Stunden Fahrt mit der Karl-Ludwigs-Bahn erreicht. Nach Wien ist man mit dem Zug heute 3 Stunden länger unterwegs als zu Kaiserszeiten, die auch heute noch in der Stadt spürbar sind. Lemberg hat für den heutigen Besucher, vor allem wenn er aus unseren Gegenden kommt, mit diesem Bild von Galizien im Kopf, dann hat es schon sehr viel vom alten Galizien an sich. Architektonisch die gesamte Atmosphäre in Lemberg und darauf bezieht man sich auch heute wieder. Das war eben diese multiethnische Zeit, wo Polen und Ukrainer nebeneinander leben konnten. Ich würde nicht sagen miteinander, eher nebeneinander. Auch das Judentum eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. Auch das Deutschtum dort verankert war. Deutsche, Polen und Juden gibt es in Lemberg heute kaum noch. Doch mit einer gewissen Habsburger Seligkeit lassen sich durchaus Gäste anlocken. Jetzt ohne eine unnötige Nostalgie, aber wenn man heute durch Lemberg spaziert, dann findet man einfach die Spuren der alten Zeit. Es ist sehr, sehr, sehr viel eigentlich vorhanden geblieben. Und das Erstaunliche ist, dass auch bei den Menschen das Bewusstsein da ist, Galizien war für uns eine eigentlich ganz schöne Zeit. Es sind vor allem Gäste aus dem Ausland, die diese Spuren der alten Zeit suchen und finden. In historischen Gebäuden, in den Bürgerhäusern, Theatern, Kirchen und Synagogen der Stadt und am Bahnhof. Eigentlich erst die Eisenbahn hat Galizien wirklich mit Österreich verbunden. Das sieht man auch an den Bahnhöfen. Da war plötzlich auch diese Bindung an Österreich da. Dass man Bahnhöfe heute noch in Galizien findet, wo man sich denkt, das könnte irgendwo in Österreich sein. Also diese Identität, die man geschaffen hat, dass man überall eigentlich gleiche Bahnhöfe schafft. Wie wichtig mag der Bahnhof wohl erst für die Bewohner Brodes gewesen sein,
als es noch eine österreichisch-russische Grenzstadt war, über die, wie der aus Bode stammende Literat Josef Roth schrieb, bereits der Atem des großen, feindlichen Zarenreiches strich. Allein der Name Brody evoziert ja irgendwo das Ostjudentum, nicht Chassidismus, die galizischen Juden. Aber wenn man dann hinkommt, findet man nicht wirklich viel davon. Nicht? Also, da hat man nur eine Ahnung, da ist ein bisschen vielleicht der Geruch, wenn man so will. In Brody zum Beispiel gibt es den Friedhof, es gibt die Synagoge, aber das ist es auch schon. Also das alte Judentum ist ausgelöscht und das lässt sich auch nicht mehr wiederbeleben, fürchte ich. Draußen am Stadtrand von Brode bezeugen tausende jüdische Grabsteine mit hebräischen Inschriften eine mehr als 300 Jahre lange Siedlungsgeschichte, die mit dem Holocaust ihr jähes Ende gefunden hat. Dabei waren es oft gerade Juden aus gebildeten bürgerlichen Familien, die zu den wichtigsten Vertretern deutscher Literatur und Kultur avancierten. So wie Josef Roth, an den ein Denkmal vor seinem ehemaligen Gymnasium in Brode erinnert. Also der große Autor Galiziens für uns, für die Deutschsprachigen, ist natürlich Josef Roth. Und bei Josef Roth finden wir dann auch dieses Gefühl österreichischer Offiziere vor allem, nicht, die sich dort wirklich total verloren und verlassen fühlen. Nicht. Die wissen, sie sind hier out in the nowhere, weit weg von Wien. Nicht. Das war immer der Bezugspunkt, war natürlich Wien. Und sie sind wirklich in der Wildnis gelandet, nicht unter Menschen, die sie nicht verstehen können, mit denen sie schwer kommunizieren können. Nicht? Das sind diese ukrainischen, ruthenischen, wie man sie damals nannte, Bauern. Da ist schon diese ganze Verlassenheit drinnen. Aber auf der anderen Seite, das merkt man auch bei Roth, diese unglaubliche Liebe zu diesem Land. Nicht? Auch diese Verbundenheit mit Galizien, mit diesem multiethnischen Galizien, nicht jüdisch, deutsch, polnisch, ruthenisch, also ukrainisch und alle anderen verschiedenen Gruppierungen, die in Galizien zu Hause waren, nicht? Und die dort doch eine Heimat gefunden haben. Und Josef Roth war es auch, der schrieb: Meine alte Heimat, die Monarchie, war ein großes Haus mit vielen Zimmern für viele Arten von Menschen. Weiter geht die Reise durch jenes Land, das den jungen Offizieren aus Wien einst das Gemüt verfinstert und die Sehnsucht gelehrt hat. Nächster Aufenthalt, das ehemalige Stanislau, das heute zu Ehren des ukrainischen Dichters Ivan Franko Ivano-Frankivsk genannt wird. Die historische Innenstadt ist ein architektonischer Verweis darauf, ebenfalls einmal Teil der K&K-Monarchie gewesen zu sein. Regelmäßig brachte die Eisenbahn Reisende aus Wien über Czernowitz nach Stanislau, die dann zur Sommerfrische in die nahen Karpaten weiterreisten. Die alten Eisenbahnlinien, die zur Zeit der Habsburger Monarchie errichtet wurden, sind auch heute noch von nahezu mythischer Symbolkraft. Es ist nicht nur die Fortbewegung, es ist nicht nur zum Bahnhof kommen und auf den Zug warten und mit dem Zug fahren, sondern es kommt dazu der Charme von diesem Ambiente, von alten Bahnhöfen. Die Züge sind schnell genug, um große Entfernungen relativ kompakt
zu bewältigen, aber gleichzeitig langsam genug, um das wirklich zu erfahren. Und wenn man fährt ja selten einfach so von ungefähr. Man wird getrieben meistens von irgendwelchen Zielen oder vom Schmerz oder von Sehnsucht oder von Notwendigkeit. Und diese Fahrt verleiht diesen Gefühlen dann ein bleibendes materielles Bild. Das heißt, Fahren ist niemals für uns ein bloßes Fahren, sondern Fahren steht immer für etwas, sei es etwas Verlorenes oder etwas Begehrtes. Vor allem sind das die Eisenbahnen mit den dazugehörigen Infrastrukturen, wo man den Atem und die materielle Präsenz von dieser längst runtergekommenen Zivilisation noch sehr deutlich wahrnimmt. Die bahntechnische Erschließung Österreichs stellte die Planer und Konstrukteure der Bahnstrecken schon sehr früh vor enorme Herausforderungen. Vor allem die Überwindung der Alpen auf dem Weg nach Süden. Das Grundkonzept von Riepel wurde wenige Jahre nach der ersten Probefahrt auf der Nordbahn wieder aufgenommen mit dem Baubeginn an der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn, also dem Beginn der Südbahn. 1841, also schon 4 Jahre später, konnte der erste Eröffnungszug in Wiener Neustadt einfahren. Dieser Streckenabschnitt war der Beginn der Verbindung nach Triest. Diese Verbindung sollte eigentlich ursprünglich über ungarisches Gebiet laufen. Aber es waren einerseits militärische Erwägungen, die dies verhinderten, als auch die Intervention von Erzherzog Johann, der unbedingt die Eisenbahn im steirischen Gebiet sehen wollte. Auch er war so gesehen ein Visionär, der die Fähigkeiten der Eisenbahn früh erkannte. Die große Konsequenz, die Bahn über steirisches Gebiet zu führen, war natürlich die Überwindung des Semmerings. Wie 1848 die Entscheidung fiel, das Projekt wirklich umzusetzen, mussten zuerst ganze Wälder gerodet werden, um für die vielen, vielen Bauarbeiter, denn alle Arbeit musste natürlich von Hand erledigt werden, Siedlungen errichten zu können. Während der Arbeiten waren bis zu 20.000 Arbeiter vor Ort, um die ganzen Brücken, die ganzen Viadukte, die Tunnel auszubrechen, um diese Trasse zu errichten. Der überraschend schnelle und intensive Bahnbau am Semmering hat natürlich seine Ursache in der Revolution 1848, in Heerscharen von unzufriedenen und hungernden und revolutionsbereiten Arbeitern gehabt, die man beschäftigen musste. Es hat also ein Großprojekt her müssen. Gleichzeitig hat es also einen Mann wie den Ritter von Geger gegeben, der unglaublichen Mut bewiesen hat und eine Eisenbahn gebaut hat, für die es noch keine Lokomotive gegeben hat, die man dann erst gerade heute noch rechtzeitig erfunden hat. Geger orientierte sich bei seiner Konzeption an einer Eisenbahnlinie über einen Gebirgszug, der schon 1828 in Amerika eröffnet wurde. Die Baltimore and Ohio Railroad hatte einen Gebirgszug zu überwinden, der zwar viel kleiner war als der Semmering, aber Ähnlichkeiten aufwies. Die Semmeringbahn ist nun in den Alpen die erste wirkliche Anwendung im großen Stil dieser Bautechnik der Gebirgsbahn. Und diese Gebirgsbahnen wurden nun nicht nur in der Monarchie, sondern auf der ganzen Welt nach diesem Muster der Semmeringbahn umgesetzt. Mit ihren 16 Viadukten, 15 Tunnels und 100 steinernen Bogenbrücken wurde die Semmeringbahn als erste Bahnstrecke der Welt sogar in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Es war schon eine revolutionäre Entwicklung und es war insofern auch revolutionär, als die Trassenführung und die ganze Planung der Bahn wirklich sich mit der Landschaft auseinandergesetzt hat. Es ging zwar nicht darum, sie behutsam einzufügen, sondern es ging darum, sie zu erobern. Es wurde dann also auch in zeitgenössischen Berichten geschrieben, sie in Fesseln zu schlagen und zu zähmen und dienstbar zu machen. Aber immerhin, man hat sich mit der Landschaft auseinandergesetzt.
Für die Zeitgenossen war die Eisenbahn über den Semmering faszinierend und bedrohlich zugleich. Der steirische Dichter Peter Rossiger schrieb: Auf der eisernen Straße heran kam ein kohlschwarzes Wesen. Es nahte mit mächtigem Schnauben und stieß aus dem Rachen gewaltigen Dampf aus. Und die Eisenbahn brachte Adelige und Bürger aus der Stadt zunächst an den Fuß des Semmering. Oben am Semmering ist es ganz anders gelaufen. Da war natürlich vor der Eisenbahn überhaupt nichts. Also da gab es keinen Fremdenverkehr, sondern einige Waldbauern, bis dann einige künstlerisch begabte Wiener auf die Idee gekommen sind, das ist doch ein herrliches Alpenemporium, da muss man was draus machen. Und auch heute noch ist der Semmering ein beliebtes Naherholungsgebiet, eine knappe Stunde mit der Bahn von Wien entfernt. Mit dem Ausbau des Bahnnetzes erwachte auch die Reiselust. Es galt als schick und modern, mit der Bahn in die Sommerfrische zu fahren. Die Reichweite der Sommerfrische hängt ganz wesentlich mit dem Radius der verkehrstechnischen Erschließung zusammen. Leute begannen zu reisen. Die Reisen wurden billiger und die Leute begannen, die Welt kennenzulernen. Damals war mit Abstand die Eisenbahn das interessanteste und verlässlichste und auch bequemste Reisemittel. Kaiser Franz Josef, der ja wirklich jeden Fortschritt abholt war, ist sehr gern mit der Eisenbahn gefahren. Im August 1860 wurde die Strecke Wien, Linz, Salzburg und weiter nach München als Kaiserin Elisabeth Bahn dem Verkehr übergeben. Nun konnten auch Kaiserin und Kaiser mit der Bahn auf Sommerfrische ins Salzkammergut fahren. Grundsätzlich ist das Sommerfrische-Phänomen natürlich ein Phänomen der Industrialisierung. Das heißt, die Städte wurden industrialisiert und es ist immer der Städter aufs Land gefahren. Und da gilt, sind die aufs Land gefahren, die es sich leisten konnten, aufs Land zu fahren. Und die sind richtig übersiedelt. Die sind mit Sack und Pack auf den Bahnen und auf den Schiffen. Gab es Equipagentransport, Pferdetransport. Die sind mit der ganzen Kutsche, mit dem ganzen Hausrat, mit den eigenen Pferden und so weiter übersiedelt und blieben dort 2, 3, 4 Monate, also den ganzen Sommer. Es war nicht zufällig, dass Salzkammergut das praktisch diese erste Urlaubsdestination, diese erste sommerfrische Destination für die Wiener war, vor allem für die Wiener, die das damals waren, für die Wiener Aristokratie, denn die ist über die Kurtätigkeit in Ischl, eigentlich über die Kurärzte, die gleichzeitig auch die Hofberater waren, nach Ischl gekommen. Es war dann ab 1850 war das dann praktisch der Kaiser, der in Ischl residierte. Kaiser Franz Josef kam ja schon als Kind nach Ischl, aber später war er halt erst der Kaiser. Und rund um den Kaiser gab es dann natürlich dieses Interesse, dem Kaiser nahe zu sein. Und die Aristokratie hat dann eigentlich immer weitere nachgezogen. Wenn der Kaiser angereist ist, so kam er natürlich in den ersten Jahren noch mit der Kutsche, war ein Verfechter der Kutschenreise, aber dann, als er eigentlich einen sehr bequemen Salonzug hatte, kam er natürlich mit der Bahn angereist und kam über Linz, Adnang, Buchheim, Gmunden, über die Salzkammergutbahn Ebensee nach Ischl, wo praktisch der Hofzug mit seinem Hofsalonwagen fast direkt vor der kaiserlichen Villa halten konnte. Und so erfreute sich auch der Kaiser an der neuen Eisenbahn, wenn auch mit Vorbehalten. Ja, er hat das sicher als Fortschritt gesehen, aber natürlich, wenn die Lokomotive sehr schnell fährt, hat er dann Rehe und Hirsche nicht mehr sehen können. Unzählige Jagdtrophäen in der Kaiservilla in Bad Ischl erinnern an die große Leidenschaft des Kaisers, der von hier aus während der Sommermonate auch die Regierungsgeschäfte führte. Und eines ist dem Kaiser mit Sicherheit zu verdanken: die Beliebtheit des Salzkammergutes als Urlaubsdestination. Die schöne Landschaft wurde ja auch durch die Existenz von Kaiser Franz Josef hier über 80 Jahre im Sommer sozusagen vorgestellt. Das darf man nicht vergessen. Er hätte ja auch woanders in der Donaumonarchie sein können.
aber er ist zu seinem Haus gefahren. Und noch heute lockt Bad Ischl, die heimliche Hauptstadt der Donaumonarchie, alljährlich an Kaisers Geburtstag eine illustre Schar an Gästen an, die stilecht mit der Dampfeisenbahn anreist. In Bad Ischl und rund um die Seen des Salzkammergutes, wie zum Beispiel am Traunsee, am Wolfgangsee oder am Attersee, entstanden luxuriöse Sommerresidenzen, die einen eigenen Architekturstil prägten und als Visitenkarte ihrer wohlhabenden Besitzer auch heute noch in die Landschaft strahlen. Mit dem liberalen und sehr aufgeschlossenen Bürgertum, das sich hier rund um den Attersee zur Sommerfrische niederließ, kam man natürlich auch viele Freunde mit. Und unter diesen Freunden waren viele Künstler. Unter diesen Künstlern waren auch sehr Prominente, heute sehr Prominente, wie Gustav Mahler, der in Weißenbach am Attersee sein kleines Komponierhäuschen am Rande des Sees installierte. Oder auch Gustav Klimt, der über einen Zeitraum von 16 Jahren ganz gern seine Sommer am Attersee verbrachte. In den 1890er Jahren wurde mit der Salzkammergut-Lokalbahn schließlich eine Verbindung von Bad Ischl nach Salzburg geschaffen, errichtet von der Gmundner Firma Stern und Haferl. Und auch Bergbahnen zu bereits damals beliebten Ausflugszielen wurden gebaut. Im Anschluss an die Salzkammergut-Lokalbahn wurde dann auch die Schafbergbahn gebaut. Auch ein interessantes Detail ist, in den Anfangsplanungen hat Stern und Haferl sogar daran gedacht, diese Bahn elektrisch zu errichten. Aber da war die Technik, insbesondere was Zahnradbahnen betroffen hat, noch nicht so weit, dass man diese elektrischen, man hat dann wieder auf die bewährte Dampftechnik von damals zurückgegriffen. Die Lokomotiven sind auch heute noch in Betrieb, dieselben wie damals, werden halt primär für touristische, also für Sonderfahrten eingesetzt. Vom Traunsee geht es nach Süden ins Ausseerland. Auch hier im steirischen Salzkammergut erwachte mit der Eisenbahn eine ganze Region aus dem Dornröschenschlaf. Für mich, ich habe die Eisenbahn als Schulkind natürlich schon noch sehr aufregend erlebt in den 50er Jahren und bin sehr, sehr viel am Bahnhof herumgesessen. So lang, bis der Stationsvorstand gekommen ist und gemeint hat, ich sei vielleicht ein entlaufenes Kind, das nicht zu seinen Eltern will. Nur also, mir hat einfach die Eisenbahn und dieser Geruch der weiten Welt interessiert. Und mit der Eisenbahn hat sich auf einmal eine Tür ganz, ganz weit geöffnet. Und Aussee, das eigentlich sehr selbstgenügsam immer gelebt hat, ist umgekrempelt worden von einem Industrieort zu einem Fremdenverkehrsort. Aber es war natürlich ein Fremdenverkehrsort für Leute, die sich's leisten haben können, das heißt für den Adel, für abenteuerlustige Menschen, das heißt die allerersten Künstler, Kreativen, die sich dann in Kolonien, hauptsächlich in Altersee, zusammengerottet haben. Und für die ersten Reiseschriftsteller, auch weibliche drunter, die einfach abenteuerlustig waren und da in dieses tiefe Tal vorgestoßen sind. Und mit dem Bau der Eisenbahn ist die Sommerfrische auf einmal bürgerlich geworden und hat sich aus See der großen Weltenwelt geöffnet. Als großer Förderer der Region erwies sich abermals Erzherzog Johann, der über die Menschen zu berichten wusste, sie wären ein schöner, stämmiger Schlag, höchst reinlich, arbeitsam und geschickt. Erzherzog Johann, das ist auch aus seinen Tagebuchnotizen herauszulesen, hat mit sehr viel Verständnis und mit dem Willen, hier auch sehr viel zu lernen und für sich zu gewinnen, diese Region betreten. Also er ist in eine eigenwillige Landschaft hineingeraten, die einerseits konservativ, auf der anderen Seite allem Neuen sehr aufgeschlossen war. Auch das hat seinem Gemüt recht gut entsprochen. Das heißt, da haben sich zwei gefunden.
Er hat sich, was ich so gehört habe, auch vor der Anna Blochl ein paar Mal verliebt, ganz heftig, und hat aber dann die Anna Blochl gefunden. Das ist in meinen Augen nicht so sehr, sie hat schon auch eine romantische Seite, die Geschichte, aber es ist eigentlich eine revolutionäre Geschichte, muss man schon dazu sagen. Denn die Hochzeit mit der Postmeisterstochter Anna Blochl war alles andere als standesgemäß. Sie war es angeblich auch, die den Erzherzog dazu brachte, nach Steins zu gehen, wo er sogar zum ersten Bürgermeister Österreichs gewählt wurde, der dem Kaiserhaus entstammte. Und so wie der Name Erzherzog Johann in der Steiermark untrennbar mit dem Weinbau verbunden ist, steht der Name Steins für erstklassigen Schilcherwein. In der Nähe von Marburg im heutigen Slowenien trägt auch der älteste Rebstock der Welt nach wie vor seine erlesenen Früchte. Die Untersteiermark war über Jahrhunderte das Zentrum des Weinbaus in der Monarchie. Eine Tradition, auf die man im Weingut Dveripax, nördlich von Marburg, durchaus stolz ist. Seit dem Mittelalter gehörte das Weingut zum Benediktinerstift Admont in der Steiermark. Die Weingüter des Stiftes Admont in Slowenien sind altes Kulturgut. Wir haben ja diese bereits 1139 gegründet und haben eine durchgehende Tradition im Weinbau von 1139 bis 1939. Dann in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und der kommunistischen Ära ist das alles verloren gegangen. Und erst dann in der Phase der Denationalisierung ist es uns wieder gelungen, diese Güter zurückzukaufen. Von Marburg führt die alte Südbahnstrecke nach Norden, vorbei an uralten Weingärten, die bis ins Grazer Stadtgebiet reichen. Die ersten Nennungen der Weingärten waren ungefähr um 1140 hier. Hier hat man bereits an den Süd- und Osthängen von Graz Weinbau betrieben. Der Weinbau war hauptsächlich in der Hand vom sogenannten Bürgertum, die sehr viel Fleiß in diese Weingärten gesteckt haben. Allerdings waren damals viel mehr Weingärten wie jetzt. Und wir haben dann im Jahre 92 noch die restlichen Weingärten, die hier in Graz vorhanden waren, rekultiviert und betreiben nunmehr auf Grazer Stadtgebiet ungefähr 6 Hektar Weingarten. Graz, die alte Universitätsstadt an der Mur, zählt mit seiner beeindruckenden Bausubstanz zu den historisch bedeutendsten Städten im heutigen Österreich. Geschichtsbewusstsein und eine rege zeitgenössische Kunst- und Kulturszene sind hier kein Widerspruch. Kein Wunder also, dass Graz im Jahr 2003 auch europäische Kulturhauptstadt war. Eine besondere Attraktion im Umland von Graz ist die über 100 Jahre alte Schmalspurbahn von Preding nach Steins, die wohl auch ein eisenbahnhistorisches Kuriosum ist. Tausende Kranke reisten mit dem sogenannten Flaschelzug nach Steins, um von hier zu Fuß zum Wunder Dr. Höllerhandel zu gehen, um aus den mitgebrachten Urinflaschen ihre Krankheiten diagnostizieren zu lassen. Der Steinzer Flaschelzug zeigt aber auch, wie wichtig kleine Nebenbahnen für den wirtschaftlichen Aufschwung in vielen ländlichen Regionen der Monarchie einst waren. Was heute eine Touristenattraktion war, Ende des 19. Jahrhunderts eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Von hier wurden landwirtschaftliche Güter mit der Einbindung in die Graz-Köflacher Bahn direkt zur Südbahn nach Graz gebracht. Und von dort gingen diese Waren weiter in die Kronländer der Monarchie. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war das Streckennetz in Österreich-Ungarn fast vollständig ausgebaut.
Von Bruck an der Mur zweigte eine Teilstrecke der Kronprinz-Rudolfs-Bahn nach Süden ab und führte in das Herzogtum Kärnten und weiter nach Italien. Vor allem aber brachte die Kronprinz-Rudolfs-Bahn die großen Komponisten dieser Zeit zur Sommerfrische an den Wörthersee. Johannes Brahms und Gustav Mahler schrieben hier Werke von unvergänglicher Schönheit. Um 1900 ließ Gustav Mahler für sich und seine Familie am Südufer des Wörthersees eine Villa erbauen. Zum Komponieren zog er sich in ein kleines Häuschen im Wald darüber zurück. Doch nicht nur für Gustav Mahler, auch für Johannes Brahms war der Wörthersee bereits ein Vierteljahrhundert zuvor zu einem Ort schöpferischer Inspiration geworden. 1877 war Johannes Brahms auf der Durchreise von Italien nach Wien. Er hat in Pörtschach Halt gemacht, wollte nur ursprünglich einen Tag hier verbringen, aber es gefiel ihm so gut, dass er vorerst einen zweiten Tag daran hängte und letztendlich den ganzen Sommer blieb. Jedes Jahr im Sommer erinnert der Johannes-Brahms-Wettbewerb in Pörtschach daran, dass der Komponist hier einige seiner bedeutendsten Werke geschrieben hat. Die Johannes-Brahms-Gesellschaft Pörtschach hatte sich zur Aufgabe gemacht, Pörtschach wieder zu einem internationalen kulturellen Mittelpunkt zu machen. Wer es vor 100 Jahren weniger beschaulich und abgeschieden wollte, der fuhr mit der Bahn noch weiter nach Süden, bis an die Adria. Und wer heute ähnlich luxuriös reisen möchte wie Weiland Kaiser Franz Josef mit seinem Hofstaat, der kann mit dem Majestic Imperator, einem Luxuszug im Stil der alten kaiserlichen Salonwägen, an die ehemalige K&K Riviera reisen. Vorbild für den Majestic Imperator ist der originale Salonwagen des Kaisers im Technischen Museum Prag. Von Wien aus geht die Fahrt auf der alten Südbahnstrecke bis nach Opatia, dem einstigen mondänen Bade- und Kurort Abbazia. Ein Hochgenuss für Eisenbahnromantiker. Ja, dieser Zug, mit dem reist man ja nicht nur in eine angenehme Atmosphäre. Dieser Zug ist auch ein Museum. Wir haben in jedem Waggon Originale der Habsburger ausgestellt. Wir haben zum Beispiel in unserem Waggon Excelsior den Originalspiegel aus dem Salonwaggon der Kaiserin Elisabeth. Der ganze Saal, dieser eine Speisesaal, wurde von Kunstschnitzern in 6000 Schnittstunden handgeschnitzt. Wir haben auch als Besonderes in einem Waggon eine Serviette, die Kaiser Franz Josef am 7. September 1867 benutzt hat. Die wurde nie wieder gereinigt. Das heißt, wir haben im Kaiserzug auch die DNA des Kaisers. Der Kaiser ist bei uns immer dabei.
Nach 10 Stunden Fahrt ist der kleine Bahnhof von Opatija, Abazija, erreicht. Auch wenn die Gäste heute längst nicht mehr den ganzen Sommer an der istrischen Küste verbringen, stellt sich bei den Reisenden doch so etwas wie ein nostalgisches Sommerfrische-Gefühl ein. In Opatija wird sicherlich Wert auf die Rückbesinnung auf die K&K-Zeit gelegt. Es wird im Sommer zum Beispiel ein Kaiserfest organisiert mit musikalischer Umrahmung aus der damaligen Zeit. Also da lebt die ganze Stadt, die Terrassen der Hotels, der Angiolina-Park, der Lungomare auf und versucht diese Zeit wieder etwas zu beleben, weil man merkt, dass das Interesse der Gäste, die hierher kommen, doch sehr groß ist an dieser Zeit und darauf wird sehr viel Wert gelegt auch. Abazija galt ja als die Riviera der Monarchie. Man hatte natürlich die ganzen Bilder in Hochglanz vor Augen, also blaues Meer, gute Luft, blühende Oleander und Mimosen. Und man wusste gleichzeitig, dass man dort unter sich sein würde. Also man hat dort immer Leute getroffen, man war nie alleine. Also es haben sich die Zirkel von Wien etwa dann dort wieder getroffen und haben die Tage miteinander verbracht. Sommerfrische, das war etwas, was einen sehr stark mit dem Daheimsein verbunden hat. Man hat hier ja nicht jetzt irgendwie das sensationell Neue gesucht. Natürlich war man am Meer, natürlich hatte man die gute Luft und hatte einen ganz anderen Blickwinkel, aber das Leben ansonsten war ganz ähnlich wie zu Hause. Das hat sogar dazu geführt, dass zum Beispiel Mehlspeisen oder Konditoreiwaren von den besten Meistern aus Wien mit dem Zug bis nach Abazija gebracht worden sind, damit man sich nicht groß mit dem auseinandersetzen musste, was vor Ort geboten wurde. Mit dem Ausbau der Südbahn wurde natürlich auch der Radius für die Sommerfrischler größer. Also man konnte immer weiter von Wien wegreisen sozusagen und hatte aber gleichzeitig in gewissem Sinn fast die Garantie, dass vor Ort dann auch so eine Art Infrastruktur war, die einem alles bescherte, was man von zu Hause gewohnt war. In diesem Sinn war ja vor allen Dingen Friedrich Schüller ein großer Pionier. Er war Direktor der Südbahngesellschaft, war also ein technisch sehr begabter Mann und gleichzeitig hatte er einfach Visionen für den Tourismus. Er hat die Idee geboren, entlang der Bahnlinie immer wieder Hotels bauen zu lassen. Man hat also bei ihm so etwas gebucht wie die Pauschalreise, eine Pauschalreise im früheren Sinn, und konnte sich darauf verlassen, dass man eben gleichzeitig mit der Bahnreise, die ja schon Teil des Urlaubs war, weil das ja auch eine aufregende Sache war, dann auch vor Ort eben ein luxuriöses und schönes Hotel vorfand. Auch in der Lagunenstadt Grado, unweit von Venedig, hielt der Fremdenverkehr mit dem Ausbau der Eisenbahn in der Donaumonarchie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Einzug. Anders als Abazija war Grado ein historisch gewachsener Ort und keine künstlich geschaffene Urlaubsdestination. Und das war vor allem für jene Reisenden attraktiv, die das Ursprüngliche und Authentische suchten. Grado wurde als Bade- und Kurort im Jahr 1892 durch ein Dekret von Kaiser Franz Joseph begründet. Zur Zeit des Habsburgerreiches hat also ein wichtiger Teil der Geschichte Grados begonnen, der bis heute fortdauert. Die Fahrt auf die Sonneninsel war in den ersten Jahren sehr anstrengend. Die ersten Gäste kamen mit der Südbahn, aber sie mussten in Ronchi oder in Monfalcone aussteigen und dann mit der Kutsche bis nach Aquileia. Von Aquileia aber mit dem Dampf.
konnten sie die Insel erreichen. Ab dem Jahr 1910 war dann auch Grado mit der Eisenbahn erreichbar. Der Betrieb begann am 15. Juli 1910 und von jetzt an kann man wirklich von einer neuen Ära für Grado sprechen. Die Zahl der Gäste stieg wahnsinnig hoch und im Jahre 1914 waren ungefähr in Grado 14.000 Gäste. Der Sommer währte noch nicht lange, als die Gäste am 28. Juli 1914 die Nachricht von der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien vernahmen. Wohl kaum jemand ahnte damals, dass bald nicht nur das große Reich des Doppeladlers, sondern die Welt, wie man sie kannte, für immer untergehen würde.